Hey, ich bin's DZ und ich zeige euch mein Videotutorial. Als erstes braucht ihr auch euer PSP, die 5.0 M336 installiert. Wie ihr seht, ist sie komplett ohne Mods. Kein SenseMe, kein nichts. Man kann auch nur einen Ordner erstellen und da drin eine Wiedergabe haben. Alles ganz normal. Icons auch. Als erstes installiere ich den 5.00 M33 Folder Mod. Die Aufnahme mache ich übrigens mit Remote Joy Lite. Leider kann Remote Joy Lite nicht alles mitfilmen. Da steht jetzt eigentlich Flashing Files, aber das werdet ihr gleich noch sehen. Den Folder Mod muss man übrigens nicht installieren. Kann man aber. Ich würde es euch schon raten. Da, und schon fertig ist der. Wie man oben rechts sieht, ist noch die Akkuladeanzeige immer noch normal. Immer noch die 5.00 M306 drauf, nichts geändert. Kein SenseMe, noch nichts. Aber jetzt kann man machen, mehrere Ordner ineinander. Ordner, Ordner und dann Titel. Dies ging vorher nicht. Noch ein Danke an Cycor für den Folder-Mod. Jetzt kommt mein Mod, der XMB-Mod. Wie man lesen kann, ZZ Ultimate Easy Installer Version 6. Man wählt Ja aus, wenn man ihn installieren will. Hat man zuvor den Foldermod installiert, wählt man Ja. Falls nicht, sollte man Nein wählen, da ansonsten Video, Musik und Foto nicht richtig funktionieren. Dafür wurde diese Auswahloption eingebaut. So, die Files werden jetzt nacheinander geflasht. Es ist zwar nur ein Lua-Installer, aber ich finde, er sieht richtig gut aus. Deswegen nochmal ein Danke an NeutroCider. So, die Files sind geflasht, jetzt installiert er noch das SenseMe. Dies dauert leider etwas lange. SenseMe wird aus einer ZIP-File entpackt und an den richtigen Ort gepackt, sodass man es hinterher nur noch übers XMB starten muss und es dann genießen kann. Die Installation jetzt dauert leider knapp 3 Minuten. Wenn ihr diese 3 Minuten nicht warten wollt, könnt ihr einfach vorspulen auf Minute 5, Sekunde 0, dann geht es nämlich weiter. So, eine Minute noch, dann ist er auch fertig mit dem Installieren. Dies ist übrigens nur eines meiner Videotutorials. Ich werde später noch ein zweites erstellen. Da sieht man die Installation des Mods auf der 5.50 Gen. In diesem Video hier benutze ich übrigens eine PSP 2000, eine Slim & Light. So, in wenigen Sekunden ist er fertig. Dann kehren wir ins XMB zurück
und können uns die Änderungen ansehen. So, und fertig ist es. Jetzt werden wir in XMB zurückgeleitet und dann sind die ganzen Änderungen schon in Kraft getreten. Sieht man jetzt zum Beispiel auch schon bei der Hintergrundfarbe. Das ist das neue Braun aus der 6.xx, das neue Game-Sharing-Symbol, der Go-Messenger ist weg, das SenseMe ist nun da, die neuen Ordner-Accounts der 6.xx und man kann immer noch machen Ordner, Ordner-Titel. Da steht jetzt XMB, technisch Marke geschützt, anstatt Home-Menü. Die drei neuen Icons sind auch aus der 6.xx. Unter Video gab es auch eine kleine Änderung. So, bei Video sind zum Beispiel auch schon die neuen Ordner. Da gab es noch eine weitere kleine Änderung. Wieder dieses neue 6.xx Ordner-Icon. Unter Foto sind ebenfalls die neuen Ordner oben zu sehen. Ebenfalls das XMB-TM zu sehen. Ansonsten kaum Neuerung. Systemaktualisierung. Es wurde umbenannt, so wie bei der 6.xx. Das neue System-Einstellungen-Icon. Design, die neuen Farben. Das Braun, das Gelb, das Pink und das neue Lila. Alle aus der 6.xx. Wenn man die Wave auf Klasse stellt, hat man die PS3 Wave von PadPad. Nochmal großes Lob an ihn. Ach ja, oben rechts sieht man die 6.xx Ladeanimation. Die ist übrigens auch neu. So. Nun reboote ich die PSP und gehe ins Recovery-Menü. Dann stelle ich Fake-Region auf Korea. Und damit erscheint dann noch die Extras-Kategorie. Das werdet ihr gleich auch sehen. Remote Jaw Light kann leider nicht das Recovery-Menü filmen. Deswegen ist dieser Teil jetzt leider schwarz. Aber es dauert nicht lange. Das Video geht jetzt gleich weiter. Ja, die PSP ist jetzt neu gestartet. Wie man sieht, sind die Änderungen immer noch da. Und das neue Extras mit Digital Comics. So, das war's von mir. Ich bin Zezet und viel Spaß mit meinem Mod.